Hey Leute, ich hoffe, euch allen geht es gut. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einem ganz, ganz spannenden Thema. Mein Gast Mario wieder hier, mein ehemaliger Fitnesstrainer. Ich denke, ich muss nichts von ihm erzählen. Ihr kennt ihn noch von dem Video zuletzt, ne, in Sachen Ernährung. Herzlich willkommen, Mario. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass ich da sein kann. Heute wollen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Da habe ich mit ganz, ganz vielen auch drüber geschrieben. Warum ist Krafttraining so wichtig für Kampfsportler? Ein wichtiges Thema, oder Mario? Ja, absolut. Also Kraftsport oder Krafttraining für Kampfsportler und auch allgemein ist eines der wichtigen Themen, die wir eigentlich zusammen erörtern müssten und auch den Leuten gute Ratschläge geben können. Ich finde, man kann mit dem Kraftsport relativ noch paar, eigentlich schon viele Prozente noch mal rausholen aus der körperlichen Fitness. Man kann also relativ gut daran arbeiten und man wird im Allgemeinen auch stabiler. Ja. Viele junge Leute sind irritiert, ne? Die fangen an zu boxen oder machen irgendeine andere Kampfsportart und kriegen dann mit, ne, dass der ein oder andere erfolgreiche Athlet einen Krafttrainer hat, ne, einen Fitnesstrainer hat und denken sich und fragen sich schon mal, ist das gut? Ne? Und ich kenne das von mir früher als junger Athlet, ne, ich hatte wirklich einen richtigen Oldschool-Trainer, der ein super Trainer war, ne, Paul Simonacek, ne, der immer sich so gewehrt hat gegen Krafttraining, der sagt, Jungs, Finger weg von den Hanteln. So, ne. Und der Sport entwickelt sich, also wenn man schaut, ne, damals die Schwergewichte zur Zeit von Mohamed Ali, ne, die mit 94, 95 Kilo geboxt haben, und jetzt heute ein Schwergewichtler wie Anthony Joshua, ne, der aussieht wie He-Man. Ne. Die, also, ne, die Schwergewichte, die gerade oben mitfighten, ne, da ist alles über 110 Kilo. Also ich muss dir zugeben, was du auch gerade gesagt hast. Früher hat man sehr, sehr stark gesagt, das war so ein bisschen, wie gesagt, die Oldschool-Trainer haben gesagt, nein, um Gottes Willen, kein Krafttraining. Guck dir mal diese Leute an, die so aufgepumpt sind. Die haben schwere Beine, schwere Arme, die können die Arme nicht oben halten. Und das hat sich total gedreht. Die Zukunft hat gezeigt, oder jetzt auch die Gegenwart zeigt mal mehr, dass für den Boxer ein Athletiktraining oder, wenn du dann im Profibereich bist, ein Athletiktrainer auf jeden Fall erforderlich ist. Mhm. Allein schon, sagen wir mal, ganz einfach auch für die jungen Athleten, oder einfach, wenn ich in den Ring reingehe und ich bin wirklich gut trainiert, ich bin in der Gewichtsklasse gut drauf, ich habe einen athletischen, sichtbaren, gut geformten Körper, ist der psychologische Effekt schon mal das Erste, der zählt. Dann denkt man, boah, der ist immer gut im Saft, der ist immer gut trainiert und ist auf dem Punkt genau fit. Wobei das, ne, also einen sekundären Stellenwert hat. Ne? Ich denke, primär ist wichtig, ne, die Leistungssteigerung, ne, durch das Krafttraining. Ne? Natürlich. Dass man aufgreifen, natürlich. Ne? Natürlich ist das der zweite und eigentlich auch der richtige und der wichtige Grund. Man kann mit einem gezielten Krafttraining eine Wahnsinnsleistungssteigerung finden. Ob es in dem Bereich Rumpfstabilität ist, Bereich Beine, Schulter. Und ich finde, was ganz wichtig ist, du bist weniger verletzungsanfällig. Wenn ich ein gutes Athletiktraining mache und das wirklich auch gut periodisiere, das heißt also je nach Stand, wann ich bin und wie ich mein Training auch fortführe und an welchem Punkt ich gerade bin, finde ich das sehr wichtig, dass man eigentlich sehr gesundheitsorientiert und auch wenig verletzungsanfällig dadurch wird. Ja klar, ne? Unser Körper wurde nicht geschaffen für den Kampfsport, denke ich mal. Das sind hohe Belastungen, die man den Körper aussetzt. Ne? Die Schultermanschetten, ne? Unsere Ellbogen, wenn die nicht geschützt werden, die Knochen, ne? Von der starken Muskulatur, dann sind die ja für Verletzungen vorprogrammiert, oder nicht? Ja, eigentlich genau richtig. Aber man darf nicht vergessen, wenn man mal der Evolution zurückgeht, haben wir früher schon immer gekämpft. Wir haben gegen den Säbelzahntiger gekämpft, da musste man kräftig sein, man muss auf den Baum springen können. Man musste sehr viel Hand mit der Hand arbeiten und das ist ja leider nicht mehr so. Man musste Kriege führen, wenn man das im Mittelalter sieht oder auch weiter zurück. Und die Leute waren schon trainiert, meistens auch muskulös, in der Verbindung mit Ernährung sehr extrem, weil es weniger Zucker gab. Dann gab es natürlich die Situation, dass man sich einseitig zu stark trainieren müssen. Manchmal so sehe ich einen Bogenschütze, wenn man jetzt will, auch gibt es ja Studien drüber, der war sowas an extrem in der einen Seite, wie ich den Bogen zoge, der hatte eine Muskulatur und eine Knochendichte gehabt, die war unglaublich stark. Jetzt in der Neuzeit
sollte man das Training halt ganz körperorientiert nehmen. Und natürlich eine Verbindung, wenn man natürlich jetzt mal in den Bereich Sport geht, man hat einen guten Boxtrainer, der wirklich das Boxtraining fokussiert, dann sollte man auch dann dazu den Athletiktrainer nehmen und zum Beispiel da auch abfangen. Zum Beispiel der sagt der Boxtrainer, weißt du, die Schlagkraft ist nicht so stark oder wie kann ich die Rumpfdrehung besser hinkriegen? Und das kann man mit gezielten Krafttraining sehr gut steuern. Das heißt also nicht nur also von der Kraft, ne, sondern Krafttraining fördert auch die Koordination. Ne, auf jeden Fall. Also man sagt ja, beim Krafttraining geht man von Einfachen zum Komplexen. Das heißt, ich mache eine einfache Übung, ist ein Liegestütz zum Beispiel, und ich gehe dann nachher zum Bankdrücken über, was ich über mehrere Gelenke halt sehr koordinativ stark machen kann. Wie gesagt, das Krafttraining bringt viel und auch natürlich Schnelligkeit. Man sagt einfach mal so, was ist ja ein Sprinter. Ein Sprinter macht ein sehr exklusives Krafttraining, ein IK-Training, ein intramuskuläres Training, um seine Schnellkraft zu verbessern. Das heißt, der läuft nicht immer nur schneller, der läuft bergab oder macht sehr exzessive Kniebeugen mit Maximalkraft. Interessant, lass mich dich kurz abholen. Du sagst, durch das Krafttraining wird er schneller. Mhm. Aber Pseudotrainer, ne, oder das Gerücht kursiert bei, ne, so etwas älteren Trainern, mhm, oder die nicht, sage ich mal, mit der Thematik sich befassen, dass man vom Krafttraining langsamer wird. Ja, das behaupten die, weil es ist, früher ist das Krafttraining eben nicht so speziell ausgerichtet worden sind. Die Leute haben gedacht, ach, die machen jetzt hin, machen schwere Gewichte, sehen den Gewichtheber. Was der Gewichtheber oder das Gewicht so schnell hochkatapultieren kann, wie beim Boxen ein Schlag auch katapultiert wird, hat er nicht erkannt. Es war auch vom Ausbildungsstand des Boxtrainers, gab es kein Fitness, es gab keine Schnittstelle. Und die ist die letzten 10 Jahre entstanden durch die Athletik der Boxer, du hast gerade Joshua gesagt, ein Modellathlet, mhm, aber auch, wenn du mal zurückgehst in der Zeit, hast du den Evander Holyfield gesehen, was das für ein muskulöser, durchtrainierter Boxer war und trotzdem schnell. Mhm. Oder nicht, weil er es also mein Freund ist, ne? also Felix Sturm, jetzt, wenn wir ein paar Gewichtsklassen runtergehen, ne? Mittelgewichtler, ne? Mit einem Adonis Bunny, also man konnte jede Muskel fast hier sehen und trotzdem unheimlich explosiv und schnell. Ja. Lass uns doch mal, wir nehmen einen Boxer, Mario, ja, der kein Krafttraining macht. Und wir nehmen einen Boxer, der kontrolliertes Krafttraining macht. Inwiefern ist er ihm überlegen? Lass uns mal aufzählen. Ja, wir haben einen, der kein Krafttraining macht, ja, der nur wirklich Boxtraining macht, und derjenige, der Krafttraining macht. Das kann man eigentlich ganz gut erklären. Zum Beispiel ein Boxer gegenüber einem Boxer, der Krafttraining macht, ist einfach erklärt. Sagen wir mal so, die sind von der Genetik her gleich. Das heißt, die haben von dem Talent, das sie mitbringen, sind sie fast identisch. Genau. Die wiegen gleich, ne? Die wiegen gleich, Alter. Jetzt gibt es natürlich ein paar Parameter, die man abklären müsste, aber die spielen jetzt keine Rolle. Genau. Ich sage ganz einfach, auf die Dauer des Kampfes ist der Kraftsportler, der vernünftiges Athletiktraining macht, mindestens, sagen wir mal ganz einfach, weit überlegen. Weil ich habe die Kraft, auch durch die Muskulatur meine Schläge zu halten. Das heißt, ich schaffe es nicht nur, meine Arme zum Beispiel in der Deckung hochzuhalten, meine Muskulatur hält es oben. Ich bin nicht mehr so erschöpft. Das heißt, meine Muskulatur hält mich mindestens 2 Runden aufrechter als ohne Training. Aha. Okay. Wie ist es in Sachen Verbindung, ne, wenn man Krafttraining macht, man baut Muskulatur auf. Oh, richtig. Wie ist es für jemanden, der Weightcut macht? Ne? Jemand, der jetzt, ich weiß nicht, sagen wir mal im Super-Weltergewicht-Box in meiner Gewichtsklasse und ca. 5 Kilo abkocht. Mhm. Dann hat er vielleicht die Sorge, wenn ich jetzt anfange mit Krafttraining, er hat zuvor kein Krafttraining gemacht, nehme ich zu, ich muss aber abnehmen. Ja, das kursiert ja auch so, ne? Der Irrsinn hier. Ja, das ist wirklich auch ein Mythos. Man sagt also, ich baue Muskulatur auf, ich werde schwerer. Wenn ich in den Weightcut reingehe, das heißt also, ich gehe mein Kaloriendefizit, um mein Gewicht auf die Gewichtsklasse zu machen, und ich habe dadurch Krafttraining, habe ich einen höheren Grundumsatz, ich habe mehr Muskulatur im Körper, die verbrennt wieder mehr Kalorien, dadurch schaffe ich es besser, mein Gewicht abzukochen. Ich werde nicht so schnell Muskulatur aufbauen, weil ich mache nicht nur ein reines Krafttraining. Ich verbinde ja mein Krafttraining mit dem boxerischen Training. Das heißt, diese Muskulatur, die ich im Krafttraining aufbaue, ist dann die Möglichkeit, durch das Boxen einzusetzen.
Das heißt, ich werde niemals so riesen Muskelberge kriegen im Weltergewicht. Ein Joshua zum Beispiel im Schwergewicht, der hat keine Gewichtsprobleme. Der könnte eigentlich noch mehr Muskulatur aufbauen, wenn er das möchte, ohne langsam zu werden. Und das kontrollierte Krafttraining, das bringt das auch Schlagkraft? Das ist auch immer so, fragen ganz, ganz viele. Auf jeden Fall. Also ja. man denkt mal, okay, ich habe jetzt einen dicken Bizeps, kann feste schlagen. Warum? Das ist einfach nicht so, weil ich viele Sachen, ich kann Muskulaturen in meine Schlagkraft oder in meine Körperkoordination einbringen. Du weißt selbst, du warst ein guter Hakenmensch, habe ich so in meiner Erinnerung habe. Ja. Wenn ich eine Übung mache, die haben wir auch gemacht zusammen, dann kann ich durch eine Rotation im Kraftbereich meine Schlagkraft weitaus erhöhen. Und ich bin stabil. Das heißt, wie oft passiert es, dass ich mal durchschlage oder nicht treffe und meine Muskulatur erhält meine Gesundheit? Ja, vieles kann ich bestätigen und will euch mal sagen, also meine Eindrücke. Ich habe auch leider, muss ich ganz klar betonen, sehr spät mit dem Krafttraining begonnen, ne? Weil zur Amateurzeit man gesagt hat, hier Krafttraining, ne? Die hatten einfach nicht das Wissen. Das Wissen war auch nicht da. Ja. Und ich glaube, man wollte sich auch irgendwie nicht die Blöße geben. Ja. Das sind ja auch irgendwo zwei verschiedene Fachbereiche. Also Krafttraining ist nicht gut. Als ich dann mehr oder weniger, also jetzt nicht im hohen Alter, aber dann habe ich begonnen, wirklich so richtig mit Krafttraining. Ende 20, eigentlich sehr, sehr, also viel zu spät. Aber es hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht. Also zunächst war ich ausdauerfähiger. Mein Körper hat sich im höheren Alter noch, also wirklich entwickelt, immens entwickelt. Ich habe es also deutlich auch in den Händen gespürt, dass ich mehr Power drin hatte. Dadurch hat man natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und wenn du dich dann in den Spiegel schaust oder mit Bildern vergleichst aus Kämpfen zuvor, noch mit 26, 25 und dann ein Bild mit 29 oder 30 siehst, wo du dann, ich sag mal, ein Jahr Krafttraining hinter dir hast, also die Entwicklung, das war, hätte ich so, muss ich ehrlich sagen, nicht erwartet. Auch das, was du gesagt hast, Mario, das kann ich nur zu 100% bestätigen. In der Zeit, wo ich kein Krafttraining gemacht hatte, und leider noch zu Beginn meiner Profizeit, das, was wir damals gemacht haben bei Universum, das war Alibi-Krafttraining. In einer Vorbereitung, das zähle ich gar nicht mit. Mhm. Also da war ich zwar 25, 26, aber da hast du in einer achtwöchigen Vorbereitung zweimal Krafttraining gemacht, irgendwelche Zirkelkreise, ne, die von, weiß ich nicht, die Trainingspläne stammen von Olympia 88 oder so, ne? Also auf jeden Fall ein Witz. Ne? Deswegen zähle ich das nicht, also beziehe ich das nicht mit ein als Krafttraining. Ich hatte verständlicherweise im Laufe meiner Karriere des Öfteren also Probleme, sowohl mit der linken, auch mit der rechten Schulter, was auch nicht jetzt im Nachhinein verwunderlich war, wenn du gar kein Krafttraining machst, aber eine extremen Belastung ausgesetzt bist. Ja? Permanent, ich sag mal, ne, diese Punches, diese Schläge mit ganz, ganz viel Kraft, das ist eine Frage, also dass da nichts gerissen ist, ne, kann ich mich nur glücklich schätzen. Also mir hat es ganz, ganz viel gebracht und ich empfehle also jungen Athleten vor allem auch rechtzeitig damit anzufangen, keine Sorge zu haben, dass man langsamer wird, dass man dadurch steif wird, das ist auch so ein Gerücht. Das ist klar, wenn du Krafttraining machst in dem Augenblick, pumpt sich natürlich alles auf, dass du dich da ein bisschen steif fühlst, aber du musst ja nicht im Anschluss in den Ring steigen. Ne? Deswegen sollte sich das nicht besorgen, ne? Dass du dann dich ein bisschen unbeweglich fühlst. Der Mehrwert ist nicht bezahlbar in Sachen Krafttraining. Ne? Ich wurde explosiver, ne? Meine K.O.-Quote ist gestiegen. Ja? Ich habe gemerkt, ne, sowohl in den Kämpfen als auch in den Sparringen, ne, wenn ich da also einen Volltreffer lande, ne, den also haben die nicht so einfach weggesteckt. Ne? Man legt eine ganz andere. Desto schneller du bist, ne, desto härter der Punch, oder nicht, Mario? Oder? Auf jeden Fall. Also du sagst das schon was ganz Richtiges. Das heißt, durch das Krafttraining habe ich Wahnsinnsvorteile. Mhm. Wirklich Vorteile. Allein schon, es muss natürlich, was ich dazu sagen muss, es muss auch dementsprechend periodisiert sein. Periodisiert heißt, ich muss gucken, wann ich wo was mache, wenn es passend zum Kampf ist.
Das ist natürlich wichtig und dazu wird, denke ich mal, einer der Trainer, den du zum Beispiel empfiehlst oder Athletiktrainer, sollte es wissen. Ansonsten, wenn er das nicht weiß, macht er was falsch. Du hast einen riesen Schutz von den Gelenken und du bist auch schneller in der Regeneration. Und wenn du mal was hast, bist du auch schneller wieder fit. Das ist ja auch wichtig. Eine Verletzung zum Beispiel ohne Krafttraining wiederherzustellen, ist sehr schwierig und die Zeit dauert viel länger. Und da war immer der Punkt, wo wir gesagt haben, warum bekommt ein Verletzter Physiotherapie mit Kraft und ein normaler Boxer, der nicht gesund ist, kein Krafttraining. Und das hat sich dann nachher gezeigt, dass es auch in der gesunden Phase, wenn ich voll im Saft stehe, Krafttraining genau richtig ist. Sportspezifisches Krafttraining sagen wir dazu. Ne? Also wirklich sportspezifisch. Kampfsport braucht ein anderes Training als in Leichtathletik, aber im Ganzen brauchen sie alle Kampfsport. Also Kraftsport, nicht Kampfsport, ist die ausschlaggebende Sportart. Alle brauchen gutes, geführtes Krafttraining nach Plan. Also Leute, nimmt unseren Rat ernst. Ne? Wir meinen es wirklich gut in der Hinsicht. Solltet ihr noch Fragen haben in Sachen Krafttraining, könnt ihr das wirklich gerne in den Kommentaren schreiben. Ne? Also Mario und ich werden euch da auf jeden Fall so schnell es geht auch antworten. Ich hoffe, es war informativ genug für euch. Teilt das Video, verbreitet es gerade an die jungen, aufstrebenden Kampfsportler. Ganz wichtig, dass die Message also auch ankommt. Wer heute noch kein Krafttraining gemacht hat als Kampfsportler, Leute, setzt euch damit auseinander und ab zu den Hanteln. Alles Gute, Leute. Abonniert meinen Kanal. Bleibt dabei. Es bleibt spannend. Mario, danke. Danke dir auch.